Herzlich willkommen mal wieder bei Wir probieren. Das ist der Max. Das ist der andere Depp. Der Wichser. Und wir haben heute hier drei super tolle Sachen. Und zwar, bitteschön. Einmal Schoka-Cola. Wer kennt das nicht? Wer kennt's nicht? A&W Cream Soda. Sparkling Vanilla. Sparkling Vanilla. Und mein Kumpel aus den USA hat mir wunderschön die Chai-Tea-Version von einer bekannten Kette gegeben, wo ich keinen Namen nenne, Starbucks. Ich finde die herrlich, aber jetzt habe ich endlich mal den puren Sirup dazu da. So, und ich hätte auch gesagt, dass wir mit dem direkt anfangen. Ja, wenn du kurz sagst, was das genau ist, weil ich kenne das Zeug gar nicht. Ein Chai-Tea war, glaube ich, eine bestimmte Gewürztee-Mischung. Also es ist ein schwarzer Tee, das ist der klassische Pergamon, was bei schwarzem Tee mit dabei ist. Verschiedene Gewürze wie Ingwer, lauter so ein Zeug stand drin. Und dieses zusammengemischte gibt diesen bekannten Chai-Tea. Ja, dann schenk. Und bei dieser bekannten Kette wird dieser Sirup einfach mit Milch gemischt. Nein, schenk doch erst den Sirup rein und dann mit Milch aufgießen. Nein, kommt andersrum besser, glaub mir. Erst die Milch, dann das Vergnügen. Ich wollte halt vorher von dem Zeug riechen, aber dann mach doch nochmal extra da so was rein. Gut, kriegen wir auch hin. Da reicht. So, schön braun. Alles klar, okay. Ja, also es ist, wobei für einen Sirup ist es relativ flüssig. Es ist, na gut, ist die Frage, ob es ein Sirup oder einfach nur ein hochkonzentriertes, einfach nur ein Konzentrat. Highly concentrated spiced black tea. Also einfach nur ein hochkonzentriertes Zeug, der Schwarztee einfach. Gut, ich bin jetzt kein Fan von Schwarztee, aber riecht auf jeden Fall interessant, riecht leicht karamellig und hat nach schwarzem Tee. Also, ja doch, es riecht sehr würzig auf jeden Fall. Ja, schwarzer Tee. Du riechst den schwarzen Tee, den Ingwer und dann das andere ist einfach typisch eben dieser Chai-Tee. Diese Mischung, die es macht, die riecht immer so. Was nur interessant ist, das Zeug ist eindeutig not for retail sale, steht auch dick fett drauf. Das Zeug kriegst du im normalen Handel nicht. Zum Wohle. Gar nicht. Zum Wohle. Jetzt haben wir natürlich das pure Konzentrat. Oh yeah, da ist das Diabetes gleich mit drin. Ja, man merkt am Anfang, es ist am Anfang sehr, sehr süß, dann würzig und am Ende nochmal richtig würzig. Ja, am Ende also kommt so, der schwarze Tee und der Pergamon durch. Ja, den also so, erst ist es ganz süß, dann ist es vorne auf der Zunge so ein bisschen kribbelig, würzig, dann kurz am Gaumen nochmal ja, so pappig und dann geht's runter und dann, dann heizt er nochmal nach, so würzig. Also, das ist vor allem der Ingwer dann. Ja, wie gesagt, das ist eben nur das Konzentrat und eben in normaler Form. Trinkst es eben so. Mit Milch. Einfach mit Milch. Normalerweise Mischungsverhältnis 1 zu 1, aber ich habe festgestellt, 1 zu 1 ist zu viel. Das brauchst du gar nicht. Einen Schuss brauchst du noch, oder? Der Chemiker schwenkt wie immer. Ja, das ist sowieso. Jetzt zerstört die Mischung. Das ist schon pervers viel eigentlich, was da drin ist. Also ja, aber brauchst, sonst schmeckt es nur noch Milch. Kann man entweder mit heißer Milch machen, also wirklich als Teegetränk. Oder eben die Eisversion als Eiskaffee mit Eiswürfeln drin. Am besten noch vorher ein bisschen aufschäumen, eigentlich. Ja, als also mit dem Zeug drin, mit Milch ist es eigentlich ganz okay, aber für mich ist das vom Mischungsverhältnis immer noch zu viel, also für meinen Geschmack. Ich würde sogar noch was reinpumpen, aber ich trinke auch gern schwarzen Tee oder alles, was Koffein hat. Ja, aber ich finde es auch relativ pappig süß. Ah, ich bin ein Süßer, ja! Nee, ich mag das wirklich sehr. Vielen Dank nochmal an der Stelle an meinen Kumpel, der mir das mitgebracht hat. Was haben wir denn da noch? Shake carton before opening. Ja, logisch. Was ist das? You may also want to do a little dance if you feel up to it. Ja, klar. Ich tue das Ding in die Hand, nehme und tanze in der Gegend rum. Herrlich. So ein Quatsch. So, und weil wir bei dem cremigen Scheiß gleich waren, machen wir direkt weiter mit A&W Cream Soda. Hab vor allem Sparkling. Sparkling Vanilla. Ich hatte zwar auch noch nie das Original importiert, wieder aus den Good Old US of A. Vanilla und Sparkling. Ja, es riecht Vanilla. Ein bisschen Karamell. Was ist flüssig und fließt durch die Wüste? Ein Karamell. Das hat farblich was mit Ginger Ale. Das Ginger Ale, ja. Das Ginger Ale. Ja. Oder ein Bier. Oder ein Bier. Das Vanillabier. Ja. Nett. Ja. Doch, also vom Geruch her. Und jetzt ja, zum Geschmackstest. Zum Geschmackstest.
hätte es mir schlimmer vorgestellt. Und ich auch gerade sagen, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Ist es ganz okay? Das ist gut. Vor allem hätte ich auch gedacht, dass es eher so aussieht. Noch mehr Crema ist, aber so krank waren sie dann auch nicht. Nee, das ist gar kein Cream. Nee. Das schmeckt nur nach Cream. Ja. Der Nachgeschmack ist ein bisschen komisch. Lass mal eine Weile sacken. Jetzt. Nö. Nicht? Vielleicht hast du was Komisches gegessen gestern oder so. Also ist wahrscheinlich wieder dieser Corn Syrup. Das kann sein. Doch, aber... Wenn es das hier gäbe, würde ich das holen. Das gibt's hier. In der näheren Umgebung. Ach so. Aber, ja, doch. Gefällt mir. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das gefällt. Das ist gut. Ja. Wird jetzt nicht mein Lieblingsdrink, aber ist okay. Nee, das nicht. Ist ganz okay. Also, das... Klingt auf jeden Fall, sieht auch wesentlich schlimmer aus, auch von der Dose, als es ist. Kann man auf jeden Fall mal probieren. Ja. Ja. Ja, so. Schick. Aber warte mal, bevor wir weitermachen, hätte ich jetzt doch gerne probiert, wenn das schon so eine Cream Soda ist, dann will ich damit Spaß haben und einen Chai reinballern. Bäh, aber mach dann wenigstens wenig, mach mal nur einen Schuss. Ein Schüsschen? Ja, wirklich nur. Und. Aber dann trinken wir es ab. Mhm. Jetzt haben wir farblich fast Spezi-Niveau erreicht. Riecht noch nicht durch. Lecker. Echt? Nee. Ein Epic Fail. Aber Epic. Passt nicht zusammen. Die Kohlensäure stört einfach. Ja, Moment jetzt. Weißt du, mal das andere Mischverhältnis. Quasi so viel reinschütten, dass es nicht mehr schmeckt, das Mischverhältnis. Ja, wenn nur eine Nuance drin ist, dann geht's. Du meinst eine homöopathische Dosis? Ja. Du hast ein bisschen würziger. Na gut. Aber gut, festgestellt, dass es... Festgestellt, dass man es nicht tun sollte oder nicht unbedingt braucht. Weiter zur Schoka-Cola. Ja, ich dachte erst, das Zeug gibt's gar nicht mehr, weil ich habe das zufällig irgendwann mal bei Wikipedia entdeckt. Ah. Und das, auch vom Design her, es sieht ja aus, wie wenn es das seit 40 Jahren nicht mehr gibt. Und letztens laufe ich so durch den Laden meines geringsten Missvertrauens und sehe so, Moment mal, das ist ja das Zeug. Habe ich es direkt mal mitgenommen und deswegen testen wir das jetzt auch. Sehr schön, ich kannte das noch gar nicht. Und bin jetzt auch recht gespannt. Es heißt zwar Schoka-Cola, aber im Endeffekt hat es mit Cola nicht wirklich was zu tun. Ne? Da ist einfach nur jetzt eine Schokolade mit Koffein oder Energy verschüttet. Oder was ist das? Doch, genau? Cola-Nuss ist drin. Da ist Cola-Nuss mit drin. Das heißt, es muss so ein gewisser Cola-Flavor noch mit drin sein, oder? Schauen wir mal. Wer weiß. So. Oh, was denn? Achso, das ist einfach nur Schutz. Das sind acht kleine Ecken. Oder sind das? Ach ne, unten so und das nochmal. Nochmal, zwei Stück. 16 kleine Ecken. Nett. Ja, riecht nach. Das ist ja nur noch Schokolade. Also ein bisschen Zartbitter. Riecht interessant. Vom Geschmack her. Schauen wir mal. Sehr bitter. Es ist am Anfang normale Schokolade. Dann wird es zart bitter, dann wird es immer bitterer und zum Schluss schmeckt es fast so ähnlich, wie wenn du auf eine Kaffeebohne beißt. Mhm. Also der Nachgeschmack ist mehr Kaffee und Cola-Geschmack ist dafür nicht gerade drin. Also ich finde die Cola-Nuss, gut, es war dann eben nur die Cola-Nuss für den Koffein wahrscheinlich. Eine ganz, ganz feine Nuance, so Richtung, ja so ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich eher der Zucker und dieses... Das ist eher der Zucker, der dir das Gefühl gibt in Kombination mit Koffein, dass es leicht nach Cola schmeckt, aber im Endeffekt... Mit Cola nicht viel zu tun. Das ist einfach nicht eine extrem Schokolade. Bittere Schokolade und mehr auch nicht. Ja, wobei ich es jetzt nicht schlecht finde. Also es schmeckt nicht schlecht, aber es ist halt bitter. Aber gut, ja. wenn man mit Zartbitter keine Probleme hat, dann ist das jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Weil jetzt aber für mich die Frage wäre, was kostet? Bin ich jetzt überfragt, was das gekostet hat? Grob zwischen. Bin ich echt überfragt im Moment. Okay, weil ich tippe mal drauf, dass das auf jeden Fall teurer ist. Wenn du so eine große Packung Zartbitterschokolade holst. Und dann ist natürlich die Frage, lohnt sich das?
Weil geschmacklich ist jetzt natürlich eine besondere Zeit für die Schokolade. Vier Ecken Schoca-Cola enthalten etwa so viel Koffein wie ein starker Espresso. Vier Ecken. Das heißt, wir hatten jetzt jeder eine. Vier Ecken, da sind wie viele Ecken drin? Also, da sind vier Tassen Espresso drin. Okay. Na, immerhin. Aber ich trinke da lieber einen Espresso. Ja, ich hau mir da lieber einen Energy Drink in die Birne. Oder so, natürlich. Flüssig Diabetes for the win. Ja! Ja, aber ansonsten ist es okay. Es ist okay, aber es ist nichts Besonderes. Es ist nichts Besonderes, wie gesagt. Es ist eine Zartbitterschokolade mit einem Haufen Koffein. Schön, aber geschmacklich. Kannst du auch eine normale Zartbitterschokolade dir reinhauen oder nach einem Energy Drink fatzen oder einen normalen Espresso fatzen. Wahrscheinlich kommt es auch noch billiger weg. Ja. Aber was soll's. Ein Versuch war es wert. Worth a try. An dieser Stelle warst du schon wieder für heute, oder? War's schon wieder. War ganz lustig. Wir verabscheuen uns. See ya.